Tschüss, Stromriesen. Ihr könnt euren schmutzigen Strom behalten. Uns allen läuft die Zeit davon. Entscheidungen für die Zukunft müssen jetzt passieren. Die Liebe ist das stärkste Motiv, ein Haus zu bauen. Das war schon immer so. Liebe ist aber auch ein guter Grund, sich Sorgen zu machen um diese Welt. Heute bauen wir auch aus Liebe zu diesem Planeten. Jedes neue Haus, wo Menschen leben und sich lieben und ihren Strom selbst erzeugen, komplett mit Warmwasser und Heizung, wo wir unabhängig sind von Gas und Öl und Kohle, unabhängig von euch. Mit euren Strahlemeilern und Kraftloswerken und frisch gefrackten Drecksschleudern. Wo wir energetisch einfach sauber sind. So ein Haus hilft, diese Welt zu retten. Und rechnet sich. Was überbleibt, was sonst die Stromriesen gefressen haben, investieren wir doch lieber selber. Direkt in die Liebe. Schöne Schuhe oder Reisen. Seid nicht sauer. Wir zwei, wir bauen jetzt ein Haus, wo auch noch für den Planeten Platz ist. Es ist höchste Zeit, sich zu verabschieden. Tschüss, Stromriesen. Tschüss, Stromriesen. Manche Sachen können schmutzig besonders schön sein. Strom gehört definitiv nicht dazu.